Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zum LS19 mit dem Felsbrunn-Desaster-Projekt. Mal schauen, was wir jetzt hier heute alles anstellen werden. Wir werden zuerst mal gucken, wie es aussieht mit unserem Feld. Es sieht aus, als ist hier nichts. Weizenwachstum gelingt 88%. 90, 100, schön. Einmal durch die Kartoffelreihe schalten hier. Den wollte ich ein wenig verändern. Das heißt, ich kann das schöne Gewicht wieder abmachen. Wo stellen wir das denn hin? Ich brauche mal eine größere Übersicht hier. Wo stellen wir das denn hin? Eine riesengroße Fläche, frei, leer und ich weiß nicht wohin mit dem Zeug. Das ist gut. Bauen wir hier unsere Ersatzteillager. So, abkoppeln. Und koppeln wir den vorderen ab. Und koppeln wir den hinteren ab. Mich wieder näher ran, das ist ja doof. Nee, das ist nicht nett. Letztes Mal haben wir ja festgestellt, dass so einiges nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Dahinter direkt den Schwader hängen, dann kippt er vorne über. Da ist unser Trecker nicht schwer genug für. Das sieht doch schon schick aus. Hat er denn die gelben Lippen auf der Seite? Ja, dann passt, nehmen wir uns den so. Wunderbar. Weil dann können wir nämlich anfangen, das erste Gras hier runter zu sammeln. Damit wir ein bisschen was Geld produzieren können. Aufklappen. Ja, sieht doch gut aus. Nummer 1 läuft. Auch senken. Nummer 2 läuft auch. Das erste Mal Rasen mähen in diesem Game. Kann man den einstellen, dass der nur Schwaden macht? Nein. Ja, wir ernten hier einfach alles abkaseln. Alles, was wir runterkriegen, gehört uns. Ich hoffe nur nicht, dass wir so schon die Frucht hier kaputt fahren können. Das wäre nämlich ärgerlich. Unseren ersten Arbeiten beginnen. Dass wir den Feld in den, ach, den Feld, den Hof in den Ruin treiben. Ein bisschen Geld haben wir noch. Wie viel wir noch von der Bank kriegen, weiß ich nicht. Das könnte ich ja nachher mal komplett ausschöpfen.
Dann wissen wir wenigstens jetzt das Ende. Einmal wieder hier links. Quer geradeaus krumm drüber. Und wieder zurück. Tja, ob die Texturen jetzt so besser geworden sind, keine Ahnung. Zumindest müssen wir hier zum Anfang keine Bäume wegkloppen. Was wir unter Garantie noch machen werden. Alles, was uns irgendwie Geld einbringt, werden wir machen. Es gibt bestimmt einfachere Wege, als wo ich das so anstelle, aber... Ich habe ja gesagt, hier werden zuerst mal unsere lieben Hühner hinkommen. Dafür haben wir schon Futter angesät, damit wir genügend haben. Ich weiß ja nicht, wie viel die fressen. Nicht, dass wir so viel haben, dass wir die nächsten 10 Jahre davon fressen. Ja, und dann ist auch gut. Und danach werden wir auf ertragsreiche Früchte gehen. Das sieht doch ganz lustig aus, ganz nett. Den aus, den hinteren bitte heben und aus. Das Ganze wieder zuklappen. Und wegstellen. Brauchen wir sobald nicht mehr, also können wir es auch hier hinten hinstellen. So schön. Den schön davor setzen. Mit so Platz satt, aber wir können ja trotzdem platzsparend weitermachen. Ja, das reicht. Schieb alles zusammen. Gut, dann müssen wir zurück. Ich weiß natürlich wieder nicht wo. Wo ist denn der Vierhändler? Ah, der Shop ist da. Dann holen wir uns unseren Schwader. Und schwaben die ganze Sache da vorne. Ich weiß gar nicht, ob wir schon einen Sammelwagen gekauft haben. Ich meine, wir haben aber einen. Da steht er nämlich. Dann sammeln wir den Rahmen ein und gucken, wo wir dieses Material verkaufen können. Dann haben wir unser... Ja, das Schild gehört jetzt mir. Ich habe es kaputt gemacht, jetzt gehört es mir. Den nehmen wir mit. Das Schild war blöd, das möchte ich nicht. Oh mein Gott, meine Fahrweise heute ist ja noch katastrophaler als sonst. Und ich kann ja mal blöd durch die Gegend heizen. Wir haben auch den schwersten Traktor schlechthin für die leichten Arbeiten genommen. Soll, solange es schön macht. Rauf auch den hoch. Mal schauen, wie groß das Ding wird. Der sieht komisch aus. Schwader
senken, schade zuklappen. Aha, der dreht sich dann, wenn ich mich bewege. So richtig. Ah, jetzt kann man es besser sehen. Da habe ich schon mal liegen lassen. Ein komisches Ding. Habe ich ja noch nie gehabt. Nicht die eleganteste Art, aber man kann es auch so machen. Warum ich so weit weg bin, sonst sehe ich doch nichts. Ist nicht die beste. Hauptsache, wir kriegen den Rummel hier zusammen. Kurve ein sammeln ist auch nicht das prickelndste. So. So wie doch ein Schuh draus, klappt doch. Mich interessiert reichlich wenig das Nachbarfeld. Ich versuche ja so sauber zu arbeiten, wie ich nur kann, aber man sieht's. Ich kriege das nicht so wirklich hin, aber das macht gar nichts. Wer hat denn von Zuklappen geredet? Das ist ein komisches Ding. Aber wir kriegen das erste bisschen Material verkauft. Oh ja, ganz hervorragend. Der schiebt das Ding einfach so weg. Das war nicht gewollt. Nein, absolut nicht gewollt. Jetzt holen wir uns die Bahn noch. Doch, haben wir doch schön hingekriegt. Ein bisschen müssen wir rumgurken, um die anderen Sachen einzufangen, aber das wird gehen. Zuklappen. Und wegstellen. Wunderschön. Stellen wir den hin. Da wir ja eh Platz ohne Ende haben. Nun zurück zum Händler.
ohne wieder den Mähdrescher mitzunehmen. Holen wir uns den Ladewagen, packen den voll und dann werden wir den Rummel verkaufen. Gibt zwar nicht viel, aber es gibt was. Wir haben was gemacht. Ja, das gehört jetzt auch mir. Das wird jetzt eng. Autsch, autsch. Geschafft. Die Rilli-Felsbrunnen ist eröffnet. Ja, das Spiel wurde viel gehypt und jetzt sind sie alle auf den Realitäten zurückgekommen. Die so auf dem Boden so mit sich rumfleuchen und kräuchen. Ihr wisst schon, was ich meine. Da nämlich so einiges hier im Argen ist. Ja, es ist leider so, wie es ist. Ich werde da nichts dran machen können. Und rumjaulen gibt es auch nicht. Bringt nichts. Also spielen wir so, wie wir spielen können. Und geh doch weg mit deinem Lülleprit-Auto. Hoffentlich schaffe ich den, bevor ich an meinem Hof bin. Oder an meiner größeren Abstellfläche. So, damit hätten wir dieses. So weit sind wir ja schon mal. Damit beginnt dann das erste Einsammeln. Aber so nah muss ich ja nicht. So weit weg muss ich nicht. Erstmal den Rummel hier wegholen. Na, was für ein Wendekreis hast du denn? Ich glaube gar nicht, dass der voll wird. Sachen da holen wir uns später. Hier ein bisschen aufräumen. Hier ein bisschen aufräumen. Das macht der Trecker schön. Ich könnte das auch natürlich auch mit dem Kleinen machen. Können wir hier wieder hochziehen. Mann, sieht die Straße aus. Macht hier doch mal eine sauber. Wenn niemand hat Lust hat, Straßen zu fegen, da liegt jede Menge Zeug. Wo sollen wir den doch mindestens einmal voll kriegen? Jetzt holen wir uns noch ein bisschen hier rum. Gut. Oh, 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 Lenkrad verrissen. Sollte nicht sein. Nicht nett, nein, nein, nein. Jetzt machen wir wieder Matsche. Aber wir sind am Arbeiten. Das bedeutet, es geht voran. Diesen Unkrautmist, der hier noch drauf steht, das verstehe ich nicht. Wie kriege ich denn den zurück, den Rummel weg? Ein bisschen Müll einsammeln. Was noch so überlag, bleibt lag. So, wieder runterfahren. Haben wir Sprit satt.
Wird das nötig? Ne, die wird nicht voll. Dann fahren wir hier wieder auf. Damit haben wir die erste Wiese geerntet. Ist doch schön. Und den holen wir hier mal mit. So, und was wir jetzt mit dem Zeug anstellen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, das ist kostenlos. Aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr Bescheid, wenn neue Videos da sind. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Tschüss.